Willkommen Leute zu meinem Video über Windows 8.1, ein Einleitungsvideo. Ja, da sieht Windows 8.1, wie ihr seht, wenn wir da um den Button gehen, Windows Button, kommen wir daher. Wenn wir da am Pfeil gehen, kommen wir daher, also wie bei Windows 7, wenn wir da auf den Button drückt und dann alle Programme, dann ist das so wie bei Windows 7. Aber bei Windows 8 ist alles anders. Nur der einzige, was geblieben ist, der Desktop. Ja, bei Windows 8 ist auch was anderes. Kann man schon runterziehen. Wenn man da in die Ecke geht und da auf Einstellungen, PC-Einstellungen oder PC-Info, zeige ich euch. Da, wie ihr seht, Windows 8.1. Und da steht Windows X aktiv, halt aktiviert, sorry, steht nimmer dort Zeichen von Windows 7, dort Microsoft originale Software. Ja, wenn man da auf den Button recht klickt, kommt da hinein, kann man entweder runterfahren oder abmelden, kann man Systemsteuerung oder es gibt zwei Arten, wie ich erwähnt habe, Windows-Button rechtklick, Systemsteuerung, die eine schnellere Variante, oder damit die Maus oben rechts in die Ecke fahren, Einstellung und so, Systemsteuerung. Jetzt zeige ich euch auch noch was. Geht ihr auf Einstellung, PC-Einstellungen, kommt das, was neu ist. Neu. Wenn man unter PC und Geräte geht, kann man da den Bildschirm ändern. Also den Lock Screen. Oder mal weg. Bei Windows 8.1. Und Windows 8 muss man daneben, also rauffahren, da die Hand erscheint, mit draufklicken, Linkklick und runterziehen. Ja. Sonst ist alles gleich geblieben? Naja, nicht alles. Was haben wir denn da? Der Windows Store. Ab Windows 8 und Windows 8.1 schon gibt. Bei Windows 7 gibt den noch nicht. Kann man Apps runterladen, so wie zum Beispiel FIFA kostenlos, was von Microsoft angeboten wird. Ja, da sind die Kommentare. Empfohlene Hardware, was man da alles braucht. Betriebssystem Windows 8 oder Windows 8.1 und weiter, bla bla bla. Wenn man da auf Installieren geht, ja, muss ich mich heute anmelden, retren bei Microsoft. Das interessiert mich gerade nicht. Es gibt auch Apps, weil da sind alle Apps, Spiele,
Zum Beispiel, wenn wir auf Foto gehen, können wir zum Beispiel, ja, wenn da überall kostenlos steht, dann ist ja gratis zum Runterladen, kostenlos. Ja, na klar, wo kostenlos steht, muss man zahlen, 3,99 €. Ja. Wo ihr Wind 8.1 runterladen könnt, auf der Seite da muss ich direkt auf Google gehen, einfach www.google.at und dann in Google eingeben Windows 8.1 Download gleich als erster. Ja, da haben wir das schon. Und wenn ihr Windows 8 kauft, könnt ihr ein kostenloses Update auf Windows 8.1 installieren. Also, das heißt, ihr braucht nicht unbedingt Windows 8.1 kaufen. Es reicht auch Windows 8. Ja. Was ich noch bei Windows 8 zu sagen ist, ja, wenn man da geht, dann auf das Profil kann man abmelden, sperren und wenn man da runter geht, bei Windows 8.1 neu und sofort haben wir da den Windows-Button. Wenn wir die Tastenkombination Windows plus X drückt, dann erscheint das Menü. Oder Windows plus D tut der Desktop automatisch aktualisieren. Oder auf Windows und Edge, Windows-Taste und Edge kommt der Sucher. Zum Beispiel geben wir ein Cool. Bla. Oh. Call of Duty. Ist ja aber egal. Könnt ihr auf Teilen, dann ihr könnt auch Facebook installieren. Da gibt auch Spiele. Also könnt ihr auch Spiele runterladen. Und da, wenn ihr auf dem Windows also am Windows-Button drückt, kommt ihr da in die Metro-Kachel. Dann da auf das Spielzeichen könnt ihr mit eurer Xbox-Account verbinden, wenn ihr eine habt. Und ihr könnt auch, ich glaube jetzt auch schon FIFA 15 runterladen. FIFA 14 gibt kostenlos. Was man bei der Xbox 360 oder Xbox One zahlen muss, gibt auch eine Kamera oder Musikzeichen und Skype ist automatisch schon vorinstalliert. Ja. Ihr könnt auch die Dateien anpassen. Da geht ihr rauf mit
Pfeil in die rechte Ecke, Einstellungen und anpassen. Könnt ihr zum Beispiel dort oder dort oder dort. Nehmen wir mal dort. Könnt ihr auf Kacheln und Falten Tools anzeigen, entweder ja oder nein, das ist völlig egal. Persönliche Info auf meine Kachel löschen. Also das weg ist die Information, wenn man auf Löschen klickt, tut das neue Teller neu aktualisieren. Ja, und wenn ihr da auf das kleine Symbol klickt, auf das Minus, könnt ihr rumverschieben. Ja. Und ach ja, wenn und Windows 8 oder Windows 8.1 hat auch Vorteile gegen den Nachfolger Windows 7. Ja, erstens, Windows 8 fährt schneller hoch als Windows 7 und Windows 8.1, das kostenlose Update, was man erhaltet, wenn man Windows 8 kauft, ist Windows 8 und paar Windows 8.1, sorry, um paar Sekunden schneller beim Hochfahren und beim Runterfahren, natürlich. Aber bei Windows 7 kann man auch umändern unter die Register und Windows 7 auch genauso schnell machen wie Windows 8. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, und wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr Windows 8 installiert und euch gefällt, halt wollt nicht, dass die Metro-Kachel an sich bootet, direkt da am Desktop, so wie bei mir, dann müsst ihr rechtklick unten Eigenschaften, Navigation und dabei beim Anmelden oder Schließen sämtlicher Apps anstelle Startseite den Desktop anzeigen bei Startseite. Wenn ihr das nicht abhackelt, dann bootet Windows automatisch am Desktop, was ich auch habe. Ja, das war's leider schon, das Video über Windows 8.1. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich. Ja, wie schon gesagt, Windows 8.1 ist einfach schneller her vom Hochfahren. Ich darf euch empfehlen, ich habe selber Windows 8. Windows 8.1 und Windows 8 ist kein großer Unterschied. Wenn Windows 9, die Test-Version, rauskommt, werde ich vielleicht ein Video drüber machen, aber das weiß ich noch nicht. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr unten in die Kommentare. Ciao.